Ja, wer kennt ihn eigentlich nicht? Der Ausruf des Geologen ist sowas wie das Markenzeichen der ehrwürdigen Die Siedlerreihe. Aufbruch der Kulturen, unsere Vollversion in diesem Monat, orientiert sich an den Anfängen der Serie. Um euer Reich aufzubauen und zu erweitern, baut ihr viele Gebäude und noch viel mehr Wege. Und schon bald ist er deutlich zu sehen. Der Wuselfaktor. Träger schleppen Dinge von Fahne zu Fahne und die Siedler in den Produktionsstätten für Brot, Fleisch und Fisch, Werkzeuge und Waffen und in den Bergwerken gehen knuffig animiert ihrer Tätigkeit nach, sodass es eine reine Freude ist, dem wuseligen Treiben auch einfach einmal nur tatenlos zuzuschauen. In Aufbruch der Kulturen lenkt ihr die Geschicke von drei Völkern. Grundsätzlich gelten bei allen spielerisch die gleichen Regeln. Ihr müsst Rohstoffe abbauen, Nahrung beschaffen, das Gebiet durch Militärgebäude oder Kämpfe erweitern und die Wirtschaft in Schwung bringen. So sollten Gebäude, die eine Produktionskette bilden, wie etwa Getreidefarm, Mühle und Bäcker, möglichst nah beieinander stehen, um einen flotten Warentransport und damit effiziente Herstellung zu gewährleisten. Trotzdem spielen sich die Bajuwaren, Schotten und Ägypter dank gewisser Eigenheiten unterschiedlich. So züchten die Bajuwaren beispielsweise Ochsen und bei den Ägyptern meckern Ziegen in den Ställen. Während die Bajuwaren den Ursiedlern am nächsten kommen und etwa klassisch Holzfäller, Sägewerk und Steinbruch als Baumaterial nutzen, benötigen die Ägypter dafür Brunnen und Ziegelei. Und weil wiederum die dudelsackpfeifenden Schotten ihre starken Fernkämpfer mit Steinen ausrüsten, fehlen denen die Klötze dann wiederum häufig zum Errichten ihrer Steinhäuschen. Doch mit florierender Wirtschaft allein kommt ihr, wie in jedem Siedlerspiel, auch in Aufbruch der Kulturen nicht weit. Durch das Bauen und anschließende Besetzen von Militärgebäuden erweitert ihr nach und nach euer Reich. Ach, und ja, ihr seht richtig, es gibt sogar Eisbären im Spiel. Und wo die sind, sind in der Regel Schnee und Eis auch nicht weit entfernt. Herrschaftszeiten, muss sie dieses Eis denn ausgerechnet hier ausbreiten und uns den Weg versperren? Ich lasse die Kanonen auffahren. Ihre Geschosse können den Weg freisprengen. Waffengewalt ist selten angebracht, Wüterich. Auch diesmal werden wir lieber auf eine effektvolle Opferung zurückgreifen. Opferung? Die wollen doch jetzt hoffentlich nicht... Ach gut, sie spenden ihrem Gott nur Werkzeug und Brezen. Mit solchen Gaben schaffen es hier die Bajuwaren beispielsweise über diesen sonst eigentlich unüberwindbaren See. Nach der Opferung, der ein Auftauen bewirkt, lässt sich dann endlich ein Weg zur anderen Seite anlegen. So könnt ihr das Gebiet dort ebenfalls okkupieren und erneut euer Reich vergrößern. Eine andere Möglichkeit, über das Wasser zu kommen, ist Seewege anzulegen, indem ihr eine Expedition losschickt. Die deckt dann den Nebel des Krieges auf. Beim Erkunden der Karte findet ihr Stellen, die mit einem Anker gekennzeichnet sind und an denen sich ein Schiffsbauplatz errichten lässt. Dummerweise war der Gegner hier schneller und hat sich dort schon breit gemacht. Aber okay, wenn es nicht über den Seeweg geht, dann greifen wir eben über Land an und fallen ihm mit unserem schottischen Truppen in den Rücken. Die Kämpfe in Aufbruch der Kulturen laufen indirekt ab. Ihr könnt eure Einheiten also nicht einzeln steuern. Die Soldaten hocken in ihren Wachtürmen und werden über einen Befehl gemeinschaftlich in den Kampf beordert. In euren Kasernen werden Nah- und Fernkämpfer ausgebildet und, genügend Gold vorausgesetzt, auch befördert. Auch im militärischen Bereich haben die drei Völker Vor- und Nachteile. Während die Bajuwaren sowohl im wirtschaftlichen als auch in kriegerischen Belangen bewandert sind, bringen sie es aber in beiden Bereichen nicht zur Perfektion. Die Ägypter können schnell und günstig eine funktionierende Wirtschaft und Streitmacht aufbauen, die Schlagkraft ihrer Soldaten lässt allerdings zu wünschen übrig. Und bei den Schotten verhält es sich genau umgekehrt. Die sind ökonomisch eher schwerfällig, bilden aber furchtlose und zähe Kämpfer aus. Gegnerischen Völkern könnt ihr mit Katapulten im Grenzbereich zu Leibe rücken. Die zerdeppern deren Gebäude und verkleinern auch so das von ihnen kontrollierte Gebiet. Außerdem werden alle Gebäude im Umkreis der eroberten oder zerstörten Militärgebäude vernichtet, was den Feind zusätzlich auch wirtschaftlich trifft. Und schwupps, schon sind die Schiffsbauplätze unser.
jetzt noch schnell an das Wegenetz anbinden und schon kann die Expansion unseres Völkchens weitergehen. In der Kampagne siedelt ihr 11 Missionen lang, bis auch das letzte Fleckchen Erde zugebaut ist. Da gilt es, Oasen geschickt zu besiedeln, um Bauplatz für die nächste Erweiterung zu erhalten, mit den Opferungen Missionsziele zu erfüllen oder auch einmal friedliche Auswege aus Konflikten zu finden, indem ihr kleine Schätze hebt. Wer ein stimmiges Aufbauspiel mit außerordentlich hohem Wuselfaktor haben möchte, der liegt mit Die Siedler, Aufbruch der Kulturen, goldrichtig.